Liebe Freunde, ich melde mich aus Straßburg, meine letzte Plenumwoche hier. Ja, und wir hören fast ständig irgendetwas von Skandalen, Skandalen von AfD-Politikern. Denen wird vieles vorgeworfen, nichts davon ist bewiesen. Spannend ist, dass es so kurz vor einer wichtigen Wahl, der Europawahl, alles in die Öffentlichkeit kommt, prominent in die Öffentlichkeit kommt. Was mich erschreckt ist, dass ein Skandal überhaupt nicht in die Öffentlichkeit kommt. Und zwar der größte MeToo-Skandal des Europäischen Parlaments ever. Worum geht's? Es geht um den grünen Abgeordneten Malte Gallet, der hier vor allen Dingen dadurch aufgefallen ist, dass er in Clownskostüm rumgelaufen ist. Dieser grüne Clown ist nicht wirklich lustig. Dieser grüne Clown hat Frauen belästigt. Mindestens 12 Frauen haben sich gemeldet. Sie haben sich anvertraut ihrer Fraktionsvorsitzenden Terry Reinkes, die auch die Spitzenkandidatin ist für den Europawahlkampf. Passiert ist nichts. Und diese Vorwürfe waren Thierry Reinkes über ein Jahr bekannt. Über ein Jahr. Gehandelt wurde erst, als die Presse darauf aufmerksam gemacht hat. Malte Gallet ist zurückgetreten, aber danach ist nichts mehr passiert. Es gibt keinerlei Aufarbeitung in der grünen Fraktion. Obwohl 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei den Grünen muss man das glaube ich so sagen, einen offenen Brief geschrieben haben und endlich Aufklärung fordern und Thierry Reinkes für ihr Nichthandeln massiv kritisiert haben. So, nun hat nicht nur ich das erzählt, sondern tatsächlich auch Monika Hohlmeier. Monika Hohlmeier ist die Tochter von Franz Josef Strauß, eine prominente CSU-Frau. Und die hat es geschafft, eine mündliche Anfrage im Plenum zu stellen, bei den Abstimmungen, also da, wo ausnahmsweise mal alle Abgeordneten da sind. Sie hat deutliche Worte gefunden. Hört es euch an. Dann haben wir einen mündlichen Änderungsantrag von Frau Kollegin Hohlmeier. Mikro. Jetzt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die grüne Fraktion liebt es moralisch, hochwertige Anträge einzureichen. Überall muss es Transparenz geben. Die ethischen Standards müssen in regelrecht paradiesische Höhen der Unfehlbarkeit erhoben werden. Natürlich müssen die Kontrollen vor allem durch grün gelenkte NGOs durchgeführt werden und Abgeordnete der EVP werden besonders gerne grünen Prüfstandards unterzogen. Deshalb dachten wir Frauen von der EVP, oder zumindest ein großer Teil, den wir diskutiert haben, einmal darüber nach, wie der eben erfolgreich abgestimmter Antrag lauten würde, wenn er durch die grüne Fraktion eingereicht worden wäre. Deshalb haben wir ein Oral Amendment zu einem sehr ernsten Vorfall geschrieben, der uns Frauen tatsächlich fassungslos zurücklässt und zu dem die Grünen seit Wochen nicht auf unsere Fragen in einem Brief antworten. Hier jetzt das Oral Amendment. Deplores the double standards of the Greens. Dass die Standards der Grünen EVA-Fraktion im Europäischen Parlament ständig appellieren für eine stärkere Anti-Harassment-Politik. Allerdings gelingt es nicht, die erforderlichen Verfahren umzusetzen für eine solche Politik innerhalb der eigenen Fraktion. Ist erstaunt, wie in einem konkreten angeblichen Fall in Bezug auf einen ehemaligen grünen Abgeordneten es der Fraktion nicht gelungen ist, diese Fälle anzutragen vor den entsprechenden Ausschüssen, appelliert an die grüne Fraktion, alle Informationen zu liefern und Beschwerden an die offiziellen Stellen. Wer möchte diesem Antrag entgegentreten? So, also, wir haben die 38 erreicht. Damit kommt dieser Antrag nicht zur Abstimmung. Antrag 2. Also die Reaktion der Grünen und diese unfassbare Scheinmoral ist für mich nicht wirklich unerträglich. Wirklich unerträglich. Da springen die auf und regen sich noch auf. Der zuerst aufgesprungen ist, ist übrigens der Kollege Michael Kloss. Und das ist der beste Kumpel von Malte Gallet. Und die beiden sind mir so gut bekannt, weil ich schon öfter mit denen so aneinander geraten bin. Weil die immer besonders laut gelacht haben. Die Grünen wollen Jobs für Menschen, die nichts gelernt haben, nichts können und nichts wissen und viel Geld damit verdienen, sich gegenseitig irgendeinen Blödsinn zu erzählen. Diese Jobs gibt's aber nur bei der Grünen Partei. Im wahren Leben gibt es solche Jobs nicht. Und wir wollen Jobs für normale Menschen. Menschen, die anständig arbeiten, die ihre Familie ernähren wollen. Solche Jobs brauchen wir. Und jetzt springt Michael Kloss als Erster auf und verteidigt damit im Prinzip seinen guten Freund Malte Gallet.
Ich kann es alles nicht mehr ertragen. Und ich ertrage diesen Laden hier auch nicht mehr. Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn ich hier bald weg bin. Ja, dann mache ich doch. Und das Schlimmste ist wirklich diese Übermoralisierung, diese unfassbare Scheinmoral der Grünen. Und damit muss endlich aufgeräumt werden. Es muss Schluss sein mit dieser unerträglichen Scheinmoral.